Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Azima-Bild zeigen. Dieser Bild benötigt einen Former und sieht folgendermaßen aus. Wir haben plus 90% Damage, plus 60% Fire Rate, plus 60% Multishot, plus 120% Crit Chance, dann plus 120% Multishot, dann haben wir plus 60% Critical Damage, plus 60% Electricity, plus 60% Status Chance, plus 60% Toxin, plus 60% Statuschance und zu guter Letzt nochmal plus 220% Damage. Ihr könntet der Waffe natürlich noch mehr Former geben, dann wäre die Option, dass ihr natürlich die Prime Mods reinmacht. Müsste man ausprobieren, ob sich das lohnt. Ich finde, so richtig für die Waffe lohnt sich es nicht. Ihr werdet es gleich sehen, wir werden es an Level 100 Gegnern ausprobieren. Aber erstmal vorher zu den Stats. So wie es jetzt momentan mit den Mods ist, hätten wir eine Crit Chance von 35,2% mit einem Crit Multiplier von 3,2 mit einem Statuswert von 35,2 und Corrosive Damage von 98,4. Wie gesagt, wenn ihr noch den einen oder anderen Former mehr reintun würdet, würdet ihr natürlich die Crit Chance bzw. den Crit Damage und die Crit Chance noch erhöhen können. Das würde natürlich ein bisschen was am Damage noch ausmachen und höher werden, aber meiner Meinung nach für die Waffe nicht unbedingt sinnvoll, denn wir schauen uns das Ganze einmal bei Level 100 Gegnern an und da werdet ihr schon sehen, sie ist in Ordnung, aber es gibt definitiv bessere Waffen und da schauen wir mal. So, wie gesagt, das sind alles Level 100 Gegner und ihr seht schon, man braucht relativ lange, um die down zu kriegen. Jetzt seht ihr gerade die normale, wenn man die normale Fähigkeit der Waffe, wenn man schießt, das ist halt einfach so. Ihr seht schon, die hat auch relativ viel Streuung. Die Alternative, die ihr bei der Waffe habt, ihr könnt das komplette Magazin droppen, dann geht das in die Luft und schießt rundherum Kugeln und ja, ihr seht schon, die Gegner werden dann getroffen und wenn das Magazin dann leer ist, dann geht es halt einfach kaputt. Also wenn ihr vorhabt, mit der Waffe gegen Level 100 Gegner zu kämpfen, dann würde ich, glaube ich, eher auf eine andere Waffe setzen, nicht unbedingt auf die. Ihr kriegt die Gegner natürlich down, aber es gibt dafür absolut bessere Waffen. Irgendwo so bis dem Levelbereich, ich sag mal 50, 60 wird es kein Problem sein. Da könnt ihr die Waffe absolut benutzen, ohne große Probleme. Aber alles, was danach kommt, da würde ich sagen, entweder muss die Waffe mehr geformt werden, dass ihr die Prime Mods reinpackt, damit ihr noch ein bisschen mehr Crit Damage bekommt. Dann könnte man es nochmal probieren, aber ansonsten würde ich so sagen, Level 50, 60 ist bei der Waffe eigentlich dann auch Ende. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Bild sagt, wie euer Bild für die Azima aussieht, ob ihr vielleicht 5 Former drinne habt oder sogar noch mehr, was ihr damit gemacht habt, wie euer Bild aussieht und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.